Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T, bei dem einen oder anderen als Mr. T. Und zwar, dieser Name wurde ins Leben gerufen von einer ganz bestimmten Person. Und diese Person, falls sie jetzt hier zuschauen sollte, heißt mit dem Vornamen Ofa. Lieber Ofa, den Namen habe ich dir zu verdanken, Mr. T. Und zwar, warum ist Mr. T heute so elegant angezogen? Es ist nicht mein Konfirmationsanzug, es ist nicht mein Heiratsanzug, weil ich war noch nie verheiratet. Was steckt dahinter? Ganz einfach. Es ist an der Zeit. Es ist wirklich an der Zeit. Warum? Weil es schon wirklich viele Jahre sind. Seit 2007 bin ich bei YouTube aktiv. Seit 2008 im Februar habe ich Online-Coaching begonnen. Ich war, soviel ich weiß, zu der Zeit der Erste, der das angeboten hat, der ein 1:1 Online-Coaching rein online angeboten hat, das heißt nicht vor Ort 1:1, sondern anhand von Bildern, anhand von Anamnesebogen, anhand von Ernährungsprotokoll ein sogenanntes Online-Coaching aufgezogen hat. Der Hintergrund war der, ich habe eine neue Webseite gehabt 2008, Anfang des Jahres, habe sie online gestellt. Bei verschiedenen Fitnessplattformen, für die ich jetzt hier keine Werbung machen werde. Und am nächsten Morgen schalte ich meinen PC ein und siehe da knapp an die 200 E-Mails. Damit hatte ich nicht gerechnet, damit war ich etwas überfordert, aber es ist daraus meine zwischenzeitliche Berufung geworden. Ich war davor schon Personal Trainer, Ernährungsberater, zwischenzeitlich bin ich mehr Online-Coach. Das heißt, der virtuelle Mann im Fernsehen, der euch erzählt und den Finger hebt, wenn ihr Unfug macht, zum Thema Fitnesstraining, gesunde Fitnesstraining, Online-Coaching, Beratung, Ernährungsberatung, artgerechte bedarfsgerechte Ernährung, funktionales Krafttraining, Trainingsregeln, Trainingsparameter und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es ist an der Zeit, mich endlich mal bei euch zu bedanken. Und zwar, ohne euch gäbe es nicht mich, ohne euch Zuschauer, ohne euch, die natürlich auch wissensbegierig seid, gäbe es meine Leistung nicht. Und ohne, dass ich so tolle Kommentare zum Teil bekomme zu meinen Clips, so tolle Privat-E-Mails, so tolle Postings in allen möglichen Plattformen bekomme, ohne dieses Feedback gäbe es mich in dieser Form nicht. Und genau aus diesen Gründen möchte ich mich jetzt als allererstes mal ganz, ganz herzlich bedanken. Und zwar in erster Hinsicht mal ganz herzlich bedanken an allen denen, die meinen Lifestyle, so wie ich ihn selbst lebe, so wie ich ihn selbst gut finde, so wie ich ihn selbst natürlich nach außen trage, 1:1 weitergeben, zum Teil an ihre Kunden, weil sie sich mit derselben Branche beschäftigen, weil sie sich zwischenzeitlich auch entschlossen haben zu coachen, auch entschlossen haben 1:1 Personal Training zu geben. Und da hat es viele Schützlinge von mir drunter, die ich schon betreut habe. Und da bin ich ganz besonders stolz drauf, dass diese zum Teil wortwörtlich 1:1 das wiedergeben, was ich seit Jahren predige in meiner Wortlautung. Und dann gibt es noch ganz tolle Menschen, die nennen mich auch noch beim Namen als Mentor. Bei denen natürlich Hut ab, Respekt, Dankeschön. Macht mich extrem stolz. Mehr Stolz geht gar nicht. Und auch ein herzliches Dankeschön an alle die, die natürlich schon in meinem Coaching waren, zum Teil viele, viele meiner Clips gesehen haben und auch hier natürlich, ohne meinen Namen zu nennen, das Ganze 1:1 so weitergehen, manchmal auch ein bisschen anders verpackt, ist auch schön so. Das gibt mir die Bestätigung, dass das, was ich tue, natürlich auch entsprechend gut angenommen wird und dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Aus diesen Gründen mein herzliches Dankeschön an alle, die mich supporten, an alle, die mich abonnieren und alle, die aktiv mitarbeiten. Nicht einfach sich nur hier das Weichen vorlegen lassen, sondern auch mal mitarbeiten. Auch manchmal kritisch fragen und dann natürlich auch mit konstruktiver Kritik an ihre Kritik leben können. Das muss man auch können. Diskussion auf Augenhöhe bringt uns weiter, alles andere macht keinen Sinn. Neider und seltsame Neider-Postings bringen uns nicht weiter, werden von mir auch, wenn sie ganz unter Gürtellinie sind, natürlich logischerweise gelöscht, weil da hat keiner was davon. Wenn einer aber eine konstruktive Kritik hat und in Augenhöhe begegnen kann, dann gibt es natürlich auch eine entsprechend gute Diskussion und davon leben wir, weil wir voneinander lernen. Und das, was ich gelernt habe in den letzten 25, 28, fast 30 Jahren, gebe ich auch gerne an euch weiter. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, diesmal ganz förmlich. Deine Fitness,
dein Lifestyle, deine artgerechte und bedarfsgerechte Ernährung, dein tolles Training, dein sinnvolles Training, dein technisch sinnvolles Training ohne Umkehrschwung, Muscle-Brain-Connection, übers gesamte ROM, meine Aufgabe.